Göppeltrain, die clevere Lösung. Göppel bietet Fortschritt aus Tradition. Mit unseren Göppeltrains bieten wir den Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs bedarfsgerechte Kapazität. Einfach, sicher und wirtschaftlich. Der Kupplungsvorgang kann vom Fahrer vollkommen selbstständig und trotzdem absolut sicher durchgeführt werden. Bei Fahrt mit dem Solo-Fahrzeug erscheint im Display das Symbol für Solo-Betrieb. Zum Ankuppeln wird das Fahrzeug gestartet, die Haltestellenbremse gelöst und der Rückwärtsgang eingelegt. Beim Rückwärtsfahren kann die Anhängerkupplung dank der automatisch geschalteten Rückfahrkamera und der mit Reflektoren markierten Deichsel perfekt einjustiert werden. Klack! Und die automatische, spielfreie Anhängerkupplung ist gekoppelt. Hier im Detail das Kimmelkorn-Zielsystem. Nun muss der Fahrer nur noch die Multikupplung und den Duomatic-Luftanschluss verbinden. Durch die automatische Anhängererkennung werden die Systeme von Zug, Fahrzeug und Anhänger automatisch auf Anhängerbetrieb geschaltet. Dies wird im Display am Fahrerarbeitsplatz angezeigt. Sämtliche Fehlermeldungen des Anhängers werden ebenfalls im VDV-Display dargestellt. Durch Spiegel und Kamera kann der Fahrer den Raum hinter und neben dem Fahrzeug lückenlos überwachen. Um jedoch das eben gezeigte Betreten des Zwischenraums durch Passanten von Haus aus zu vermeiden, wird der Raum zwischen den Fahrzeugen beidseitig mit breiten Absperrbändern gesichert. Auch das Fahrverhalten lässt keine Wünsche offen. Durch das allradgelenkte Fahrwerk des Anhängers wird ein perfektes Nachlaufen im gleichen Wendekreis wie der des Zugfahrzeuges gewährleistet. Auch enge Stellen lassen sich mit dem Göppeltrain kontrolliert und problemlos meistern. Das Zugfahrzeug gibt die Spur exakt vor. Dadurch übertreffen die Göppeltrains in Sachen Wendigkeit alle bisher bekannten Fahrzeugkonzepte. Und auch das Abkoppeln des Anhängers ist vom Fahrer allein zu bewerkstelligen. Die Absperrbänder werden ausgehängt, der Duomatic-Luftanschluss und der elektrische Multikoppler werden abgesteckt. Durch die beiden Federspeicherbremszylinder im Anhänger wird der Trailer auch bei Luftverlust sicher festgebremst. Der Fahrer geht zurück ins Führerhaus und löst die Anhängerkupplung mittels Fernentriegelung. Die Systeme des Zugfahrzeugs sind nun wieder automatisch auf Solo-Betrieb geschaltet. Dies wird im Display veranschaulicht. Der Fahrer kann starten.